Oh Gott! Ich war gerade so in Gedanken, ich habe das gar nicht, ich habe da gar nicht drauf geachtet jetzt. Hier wohnen wir. Ein bisschen hat's was. Okay, aus der Ferne. Mich stört's halt, dass die Stufen, die sind ja so richtig schön stufig halt, wie es halt sein sollte, aber die sind halt so unten drunter, so abgekantet. Da müssen wir auf Dauer noch eine andere Lösung finden. Vielleicht ist es ja irgendwann auch möglich, dass man Stufen andersrum platzieren kann. Das wäre ganz cool. So, vorsichtig anlegen und dann einmal absteigen. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon zu Hause. So, dann würde ich mal sagen, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Zäune. Ja, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Zäune. So. Zack. Dann brauchen wir ja eh nochmal so ein paar Sticks hier. Die können wir mal direkt mal so ein Stack wieder raushauen damit. Und dann machen wir daraus nochmal so ein paar Haufen Zäune. Aber wir brauchen noch ganz, 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 ganz viel. Vor allem, weil wir ja früher oder später auch Tiere anfangen einzufangen hier und in Massentierhaltung zu halten. Damit wir auch uns von denen auf Dauer irgendwann öfter mal ernähren können und uns auch mal so ein richtig geiles Steak gönnen können hier. So. Zack. Dann mache ich mal ganz kurz hier diesen Balken einmal ready, aber das mache ich jetzt nicht damit, das mache ich jetzt wieder hiermit. So. Genau. Dann machen wir hier wieder hier so. Zack. Den mache ich nochmal weg dafür, weil sonst geht es ja nicht, wie ich es mir vorstelle. Tada und tada. So, dann haben wir noch eine Säule gebaut damit. Dann wären wir jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich mache mir jetzt nochmal kurz eine Schaufel. Ich mache mir nochmal, ich brauche mal kurz von Eisen, was ich gefunden habe jetzt auf der Reise. Ich mache mir noch eine kurze kleine süße Schaufel hier. So. Kurz ein bisschen Licht hier außen. Dann können wir wirklich sagen, wir machen jetzt einfach mal. Einfach mal hier so einen Weg entlang. Und das ist dann quasi unser Weg aus unserem Häuschen raus. Wie wir den auch in Zukunft noch weiter fortsetzen werden, das ist ein anderes Thema, das klären wir noch für den Anfang, aber es hat schon mal so ungefähr die Richtung, wie ich es mir vorstelle, schon mal da. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Und dann brauchen wir noch so ein Dächlein hier, das machen wir auch noch natürlich. So, dann... Gibt es denn halbe Blöcke? Das stört mich so sehr. Das ist so eine nervige Sache. Es gibt immer noch halt die halben Steinblöcke, aber keine halben Holzblöcke. Kann man die durch das Update wenigstens auf die obere Hälfte platzieren? Nö, geht nicht. Immer nur die untere Hälfte. Immer nur die untere Hälfte, okay. Aber auf jeden Fall wäre dann hier der Eingang zum Balkon. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann sagt man einfach mal so. Weg. 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 Ich will hier aufnehmen. Mann Gott, ey, so scheiß Viecher. Ja, genau, okay. Doch, wir können das so machen. Oh, verdammt, ich dachte, das klappt. Es klappt doch bestimmt irgendwie. Oh, oder, okay, es klappt einfach nicht.
Wir gehen nochmal hier hoch einfach. So, dann haben wir nämlich hier den Balkon. Dann machen wir einmal so hier. Dann haben wir so eine kleine Fläche. So in etwa stelle ich mir das vor. So. Vielleicht sagt man, macht noch. Wir machen den hier weg. Und machen dafür den Kollegen dahin. Wir bräuchten noch so ein Dächlein dann hier, aber auf jeden Fall. Oder brauchen wir denn wirklich ein Dach? Das ist ein Balkon. Brauchen wir wirklich ein Dach? Da kann ja auch frei sein. Es ist ja eigentlich völlig egal. Eigentlich brauchen wir ja kein Dach, ne? Auf jeden Fall machen wir oben eine Werkbank hin. Damit wir nicht da unten runterrennen müssen dafür. Und dann machen wir eine Tür. Genau, so stelle ich mir das ungefähr vor. So in etwa. Wie sieht das denn jetzt von außen aus, ist ja die Frage. Weil auch das müssen wir halt dann so ein bisschen schön verpacken. Dann haben wir auf jeden Fall so ein Dächlein hier, damit wenn wir hier rausgehen schon mal. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Das sieht gar nicht mal so kacke aus. Ich glaube, das können wir tatsächlich so lassen. Dann müssen wir nämlich an der Ecke überhaupt nichts mehr machen. Ich glaube, dann haben wir die Ecke damit fertig gemacht. Wobei ich sehr gerne noch hier Blumen hätte. Hier müssen noch Blumen hin. Das muss sein. Das muss einfach sein. Dann machen wir hier noch gleich 4 Schilder. Zack, zack. 3, 4 und dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und dann machen wir 1, 2, 3, 4 Schilder. Die Schilder-Action. So. Und dann, wie wir es ja schon kennen, natürlich Striche, 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 Strichelchen. Und dann auch hier drüben wieder. Strichelchen, 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 Strichelchen. So, und dann brauchen wir natürlich auch wieder hier ein Strichelchen und noch ein Strichelchen und noch ein Strichelchen und noch eins. Und jetzt kommt was ganz Unerwartetes. Strichelchen, der Film. So. Mache hier außen noch 2 Fackeln hin. So, und dann bin ich zufrieden. Hier oben noch eine drauf. So. Unser Haus nimmt gerade richtig schön Gestalt und ihr glaubt nicht, wie sehr mir das gefällt. Ich finde das so schön. Ich würde mir gerne wissen, wie das denn ohne Texture Pack aussieht. Und dann werde ich wahrscheinlich bemerken, oh, das sollte ich niemals ohne Texture Pack angucken. So sieht unser Haus ohne Texturenpaket aus. Ja. Mir fällt aber eine Sache auf, die mich gerade immens stört. Das werden wir noch schnell machen. Das fällt mir gerade nur auf, weil jetzt das Texturenpaket raus ist. Hier oben. Welcher Block war das jetzt? Welcher Block war das jetzt? Ich gehe mal hier so raus. Stein, Stein, Stein. Irgendwas hat mich gerade gestört. Was war das? Ja, ich weiß, was es war. Ich würde gerne die komplette Reihe hier einmal mit Holz zu klatschen. Weil hier drüben ist ja auch Holz. Dann können wir das hier eigentlich machen. So. Das hier oben können wir so lassen eigentlich. Wir können höchstens sagen, wir machen hier oben nochmal so ein bisschen was hier an Holz.
müssen wir auf jeden Fall wieder hier reingehen. Weil, oh, das habe ich jetzt überhaupt nicht bedacht. Ups. Weil wenn wir hier oben jetzt auch noch Holz machen, dann müssen wir hier auch noch mal machen. Aber das wird jetzt von der Wand hier, glaube ich, optisch jetzt nicht unbedingt was groß verändern. Aber hier macht es halt sehr viel aus. So. Und dann schauen wir, wie unser Häuschen mal gerade aussieht. Und dann können wir ja sagen, ob ich zufrieden bin oder nicht. Mit dem Eingang bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist unser wunderschönes, bescheidenes Häuschen. Und ich muss sagen, mit normalen Texturenpaket sieht es auch okay aus tatsächlich. Es hat was. Ich finde es trotzdem sehr schön tatsächlich. So, wie sieht die Seite der Wand aus? Auch völlig in Ordnung eigentlich. Völlig in Ordnung. Die Seite, muss ich sagen, sieht jetzt vergleichsweise ein bisschen leer aus, aber die lassen wir trotzdem so, weil es hat einfach auch so seinen gewissen Charme einfach, finde ich immer noch. Da fehlt eigentlich nur noch diese Wand hier. Nur noch die hier. Und bei der haben wir, glaube ich, auch nicht so viel Spielraum. Mal gucken, was wir da machen. Vielleicht lasse ich mir noch irgendwas Kreatives sein, vor allem mal schauen. Aber man kann quasi sagen, das Haus ist so ziemlich fertig. Eigentlich kann man wirklich jetzt sagen, dass das Haus fertig ist. Wisst ihr was, das sage ich jetzt auch. Das Haus ist fertig. Ich mache nur noch eine Sache. Ich mache auf der Seite keine Blumen hin. Ich klatsche hier noch eine Reihe Zäune hin. So. Und dann können wir hier noch alles hier fertig machen. Schnell so. Bam. Hier kommen keine Blumen hin. Das Haus ist fertig. Wir haben es geschafft, Freunde. Unser Haus ist fertig. Es hat nur, keine Ahnung, 30 Folgen gedauert. Unser Haus ist endlich fertig. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber ich bin so stolz auf uns. Wir haben es endlich geschafft. Unser Häuslein ist fertig. Klar, die Innendeko lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber auch das machen wir noch mit der Zeit. Aber unser Haus an sich ist fertig. Unser Haus an sich ist fertig. Und das ist schon mal super, super, super wichtig und sehr schön. Ja, ja. Die Aufnahmesession beende ich jetzt einmal mal so ganz entspannt hier. Ich habe jetzt wieder 5 Folgen aufgenommen, weil ich jetzt die nächsten Tage leider nicht so wirklich die Möglichkeit dazu habe, was zu machen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit für die letzten paar Folgen und auch vor allem für die Folge jetzt. Die Session war jetzt für mich ein bisschen sehr spontan alles, aber ich bin froh, dass ich trotzdem durchgezogen habe und geschafft habe. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke dafür, dass ihr momentan wirklich so aktiv seid. Die Kommentare, die ich bekomme, sind einfach so unglaublich wunderschön. Es ist einfach alles positiv. Die Worte, die ihr mir teilweise schreibt, die bedeuten mir so unglaublich viel und ihr glaubt nicht, wie sehr. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich bekomme, wirklich über jeden. Über die positiven natürlich erst recht. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten, den ich bekomme. Ich freue mich über jeden Like, den ich bekomme. Ich freue mich auch über jeden Aufruf, den ich bekomme. Der Gedanke einfach, dass sich Leute meine Videos ansehen und ich für die wirklich der Alleinunterhalter bin, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Das lässt mich einfach gut fühlen. Dann keine Ahnung, das gibt mir, das steigert so ein bisschen mein Selbstwertgefühl. Und dafür danke ich euch. Ich liebe euch alle. Empfiehlt meine Videos weiter. Bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Wir sehen uns bald wieder. Eine schöne Zeit noch. Und ja, empfiehlt mich weiter. Bis bald. Ciao.